wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Kein Tag vergeht, an dem man nicht die Zeitung aufschlägt und eine Negativschlagzeile liest über Migranten. Es ist einfach so eine Negativspirale. Aber es gibt auch die schönen Geschichten, die positiven, die spannenden Lebensgeschichten von Menschen, die aus der Fremde zu uns gekommen sind und unser Land bereichern. Auch das gibt es. Und diese Menschen sagen auch, es ist ein Vorteil, hier nicht geboren worden zu sein. Sehr schöne Geschichten, wie ich finde. Und am Anfang macht's Anna. Sie kommt aus Kolumbien und sie hat halbe-halbe gemacht. Sie hat die Traditionen aus Kolumbien mit denen aus Österreich einfach vermischt. Hier ist die Anna. Anna, schön, dass du da bist heute. Danke, danke. Ich glaube, du bist die weitestgereiste, sozusagen. Also Kolumbien ist am weitesten entfernt. Seit wann bist du da? Wie bist du nach Österreich gekommen oder wieso? Mit einem Flugzeug. Ja, schön. Und seit fast 20 Jahren bin ich schon in Österreich. Aus Sicherheitsgründen habe ich auch das Land verlassen müssen. Ich hatte auch Freunde in Österreich, in Wien, die Musik studiert haben und Wien ist halt bekannt für Musik, Wien, Kultur, ja. Genau. Ich bin gekommen und dachte am Anfang, ich bleibe nur 3 Monate da. Ja, es war auch sehr kalt, ich bin mit meinen Turnschuhen gekommen, eine ganz kleine dünne Jacke und die sind schon 20 Jahren. Ja. Okay. Mit welchen Klischees werden denn die Kolumbianerinnen, die Kolumbianer konfrontiert? positive und negative Klischees. Ja. Kolumbien, Kokain, Drogen, blöd. Shakira, also Our Hips Don't Lie. Yeah. Und Fußball. Fußball fehlt. Und ich spreche halt aus meiner eigenen Erfahrung. Für manche Leute können wir alle tanzen und wir sind immer glücklich und happy unterwegs. Und von Montag bis Freitag arbeiten wir nicht so viel. Und Samstag und Sonntag heißt Fiesta, 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 Fiesta. Genau, da tanzt sie durch. Da. Und wir sind alle temperamentvoll und leidenschaftlich und glücklich unterwegs. Und das ist gar nicht so? Nicht immer. Also es ist nicht immer so. Ja. Es gibt auch ein Phänomen, wenn ich sage, dass ich aus Kolumbien komme und dann erkläre ich für einige Leute, dass Kolumbien in Lateinamerika ist, dann rutsche ich sofort in diesem Latino-Sein. Mhm. Und da gibt es natürlich andere Klischees. Vor allem, dass wir wirklich alle tanzen können und alle Fußball spielen können. Was sind ja die Positiven? Was sind die Negativen? Die sind, positive Klischees können auch auf Dauer negativ sein und es können auch ab und zu stören. Ja, es ist natürlich, es ist sehr schön, wenn man Tanz mit Liebe und mit Freunden verbindet. Das ist natürlich super. Ich höre gerne, dass wir immer glücklich unterwegs sind und dass wir tanzen und dass wir super lustig sind. Mhm. Aber es gibt Situationen, wo man das nicht wirklich hören möchte. Aber kannst du tanzen? das ist dasselbe wie Ja, ich kann tanzen. Ja. Ich kann tanzen, aber wir können nicht alle tanzen. Richtig. Und ich möchte nicht jeden Tag tanzen. Genau. Und ich gehe nicht durch mein Leben nur tanzen. Ja, genau. Das ist so, wie wenn man den Österreicher fragt, ob er Skifahren kann. Also alle Österreicher können Skifahren. Oder automatisch, wenn du aus dem Westen kommst, Tirol, Kärnten, Salzburg, die können Skifahren, können auch nicht alle Skifahren, nur weil sie die Berge vor der Haustür haben. Aber ich weiß, was du meinst, weil es gibt ja in Wien ganz viele, also woanders sicher auch, aber so Salsa-Lokale, wo getanzt wird. Und das ist schon eine andere Stimmung, als wenn du jetzt auf einen Ball gehst und dort Walzer tanzt. Es ist schon was anderes. Ja, natürlich. Nicht? Und das ist doch schön. Ich meine, ich höre sehr gern, wenn die Leute mir sagen, Kolumbien, wie schön. Ja, Spanisch. Sogar wenn ich meinen Namen schon sage, Ana Maria Garcia, oder wenn ich Sie sage oder Gracias, dann freuen Sie sich alle. Ja. Ich habe es verstanden. Ja, genau. Sie. Ja. Was ist denn schön. Der Vorteil, Anna, nicht hier geboren worden zu sein? Ich bin anders. Wir sind anders und anders ist nicht schlecht. Anders ist super. Und als Migrant, mein Leben ist spannend. Ich habe immer was Neues zu erzählen. Ich kenne andere Sprachen, ja, und ich kann alle diese Sprache auch vielfältig nutzen, ja. Ich habe auch verschiedene Perspektiven in meinem Leben, ja. Ich habe in mir, in meinem Körper trage ich 2 Kulturen, 2 Mentalitäten, verschiedene Perspektiven der Realität zu betrachten, und das ist natürlich super. Und was es auch toll ist, ich habe 2
zwei Zuhause. Wenn ich in Kolumbien bin, ich war zum Beispiel vor 2 Wochen, war ich noch in Kolumbien zu Hause. Mhm. Und wenn ich dort bin, fühle ich mich sofort natürlich zu Hause. Das ist meine Familie, das sind meine Freunde, das ist das, was ich kenne. Und als ich kam, obwohl es minus 50 Grad, 50 Grad hier war und total kalt, und wir waren schön Strand und Palmen, ich habe mich auch wohl gefühlt. Das war auch mein Zuhause. Das ist auch meine Stille. Das ist auch mein Leben in Wien. Und das ist natürlich schön. Diese zwei Gefühle immer wieder in sich zu tragen, ist wunderschön. Also du fühlst dich... Ja, schau, kommt ein Applaus für dich. Und ich glaube, das ist auch ein Teil unserer Mentalität. Wir sind sehr anpassungsfähig. Ja? Wir können uns sehr schnell an Änderungen und an neue Sachen sofort anpassen. Wir sind auch sehr spontan und wir können auch sehr schnell Ressourcen zugreifen und nutzen. Ja? Und das ist so, weil in Kolumbien funktionieren die Sachen nicht immer, wie man es geplant hat, wie man es möchte. Und deswegen muss man immer sich anpassen und schauen, wie können wir das schnell lösen, anstatt uns zu beklagen oder jammern, das geht nicht, sondern jetzt muss man sofort irgendwas machen. Wie kommen die Österreicher vor? Sind sie im Gegensatz zu den Kolumbianern langsamer, grantiger? Ein Beispiel, wir kennen alle unsere Nachbarn. Ja? Und für mich war das am Anfang sehr schwierig, dass ich mit meinen Nachbarn absolut keinen Kontakt hatte. Ja? Für uns ist das normal, dass wenn du sofort in einem neuen Haus, in einem neuen Gebäude kommst, dann kommst du zu einem Nachbarn und sagst, hallo, ich bin's und ich bin hier und wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir, ich kann Ihnen helfen. Ja? Und das war doch schwierig für mich. Ich zum Beispiel, ich arbeite als... ich bin Sprachkursleiterin, das ist auch mein Hauptberuf, Spanisch und Deutsch. Und ich arbeite jeden Tag mit vielen Migranten und es ist unglaublich schön, was wir alle zusammen schaffen können. Was können denn die Österreicher lernen von euch? Wir können alle gegenseitig lernen. Anpassungsfähig, dass man schnell in eine Situation reagieren muss. Ich glaube auch... oder ich habe das empfunden in einigen Situationen in meinem Leben, dass Österreicher sehr gemütlich sein können. Mhm. Es passt schon, es geht schon, wir müssen nicht besser werden. Ja? Es ist okay. Ja? Und ich bin immer einer, der pusht, damit alles wirklich besser ist. Es kann besser werden, es kann größer sein, ja? Es kann perfekter werden. Mhm. Und diese Mischung ist super. Ich habe gelernt, dass ich die Sachen gemütlicher anschauen soll, ruhiger werden soll und dass, wenn ein Problem da ist, soll ich es vielleicht zuerst in Ruhe beobachten. Die kolumbianischen Freunde und die Familie wundern sich, wenn du kommst. Da ich bin aber, total langsam für dich. Bis du wieder auf Temperatur kommst, dauert das wirklich. Ich war, wie gesagt, ich war dort jetzt für die Festen und meine Mutter, irgendwann haben wir halt geredet und so und dann schaut mich meine Mutter an und sagt, eres un Europäer. Du bist europäisch geworden, nur weil ich da ein bisschen langsamer gesprungen habe und ein bisschen ruhiger. Sag, und wird deine offene Art manchmal missverstanden hierzulande von den Männern? Ja, schon, gell? Ja, viel, viel. Zum Beispiel, ich bin offen, ich bin laut, ich rede viel mit den Händen und wir greifen die Menschen gern. So, hallo, wie geht's? Und so, ja. Und das ist hier nicht so. Und ich habe da eine Anekdote. Als ich hier kam, habe ich in einem Studentenheim gewohnt. Und gegenüber von mir war halt noch ein Student. Und das Erste, das ich machte, ich habe mich vorgestellt und ich habe ihm gesagt, damals habe ich nicht Deutsch gesprochen. If you need something, you can come to me. Wenn du etwas brauchst, ich bin immer für dich da. Ja. Okay. Und jedes Mal haben wir uns getroffen und ich habe ihn umarmt. Ja, soll ich dich umarmen? Es wird alles gut. Und dann sind wir in eine sehr unangenehme Situation gewesen. Und dann hat sich herausgestellt, dass, so wie ich mich benommen habe, hat er als Flirten empfunden. Und das war nicht so. Der hat das falsch verstanden. Ja. Das heißt, das, wenn man nach Kolumbien kommt, wird man sofort umarmt. Ja.
Ja. Vielleicht nicht sofort, aber nach ein paar Minuten. Mhm. Man ist willkommen dort. Bienvenido, hallo. Ja, das ist normal. Oder halt, ja, das ist normal, dass wir uns angreifen. Mhm. Schauen wir mal, welche Erfahrungen mein nächster Gast gemacht hat in Österreich. Fabian war auf alle Fälle immer bemüht, er selbst zu sein und sein Land würdig zu vertreten, was ihm auch in seinem Job geholfen hat. Hier ist der Fabian. Fabian, wann und vor allem warum bist du nach Österreich gekommen? Zwei Fragen. Mhm. 1983. Mhm. Und zwar ist das eine ganz tolle Geschichte. Ich habe auch nicht damit gerechnet, wirklich, dass ich jemals nach Europa kommen würde. Woher dann? Aber nach meinem Philosophikum hat es geheißen, der Bischof möchte, dass ich mein Studium fortsetze in Österreich. Wo ist das? Austria, ist das Australien? Vienna war ein Begriff. Aber dann, die Geschichte war, und das ist mir auch sehr wichtig hier zu sagen, weil es kommt immer auf die einzelnen Menschen neue Akzente zu setzen, auch bei diesem Thema. Mhm. Wir sehen das ja von Amerika bis nach Europa jetzt. Ja, okay. Der damalige Bischof von Eisenstadt, Dr. Stefan Laszlo, hat meinen Heimatbischof, damals auch schon alle zwei tot, kennengelernt auf einer Reise in Nigeria. Wir haben dann wirklich den Talar ausgetauscht und den Weiß und den Schwarz. Es war einfach sehr kürzlich. Also so hat er dann eingeladen, dass zwei Priesteramtskandidaten nach Österreich kommen, in seine Diözese. Da hat er schon immer die Nase vorne gehabt, wirklich in Österreich, Bischof Laszlo. Was ist denn, den kenne ich übrigens, gell? Der kommt aus demselben Ort wie ich, der Bischof Laszlo. Trautsdorf? Ja, genau. Okay. Schau, ja. Okay. So schließt sich der Kreis. Ja, Fabian, ja. Was ist denn der Vorteil, den du mitbringst, oder beziehungsweise nicht hier geboren worden zu sein? Der Vorteil ist zunächst einmal auch eine kleine Schwierigkeit, die Spontanität. Mhm. Einfach so Zugänglichkeit, ohne viel zu bedenken. Ja, ohne viel das hat die Anna auch schon ohne viel nachzudenken, was würde das jetzt sein. Aber der besondere Vorteil ist für mich auch wirklich bei den kleinen Dingen, die vielen Österreicherinnen und Österreichern wahrscheinlich nicht mehr auffallen. Ich habe immer wieder das Beispiel genommen mit Smileys beim Straßenbau. Und dann ist es einmal so, also es dauert noch sehr lange. Ja. Und dann auf einmal, es wird leichter, Smiley, wir bauen für dich. Ja, also diese einfach Straßenpsychologie, Verkehrspsychologie hat mir immer schon imponiert. Oder einfach, dass es Strom gibt, 24 Wasser, Stunden, ne? Und Wasser, fließendes Wasser, 24 Stunden ohne Outage, Stromausfall. Dass der Bus kommt wirklich nach zwei pünktlich. Minuten. Und wenn ich plane, zwei Minuten. Ja, und wir denken uns, zwei Minuten. Ja, keine Geduld. Also diese Dinge, einfach Wertschätzung für die Dinge, die da sind, was der Staat macht, auch wenn Steuer sein muss. Einfach, was der Staat tut für die Menschen. Kann man das so sehen, wie du schätzt das Land anders als jemand, der hier geboren ist? Weil wenn man jetzt aus Afrika, wo man weiß, da gibt es jetzt nicht überall Wasser und Strom eben und die Bedingungen sind andere. Das ist eine andere Dankbarkeit? Oder ich glaube schon. Die Gewohnheit könnte gefährlich sein im Leben, dass vieles zu selbstverständlich wird. Ja? Vieles, ja. Also diese Wertschätzung und ich bin als Kind, ich habe Dinge auf den Kopf getragen, Wasserbehälter, 4-5 Kilometer bin ich gegangen. Du hast uns, glaube ich, Fotos mitgebracht. Wie alt warst du denn da? 17, 16, 15, 14? Dieses Foto ist mir so wichtig. Das war gerade, wo ich maturiert habe. Wirklich? 18? 18. Okay. Nein, ich war 19, weil ich war im Krieg als Kind. Biafra-Krieg.
Und es war mir so wichtig, weil ich zum ersten Mal in Nigeria nach Lagos gefahren bin mit dem Bus. Das war einfach, was ist Lagos? Das war Metropol. Ja? Also dieses Foto begleitet mich überall, wohin ich gehe. Hast du negative Erfahrungen in Österreich auch machen müssen? Doch. Ja? Aber meine Erfahrungen, die wunderschönen, überwiegen. Ja? Ich war 4 Jahre in Wien. Und ich war sehr neugierig, wirklich. Ich wollte schauen, herausfinden, warum bin ich anders? Warum sollte ich viel anders sein, ja? Bin auch in Lokale hineingegangen, wo wahrscheinlich ich zum ersten Mal als Nigerianer, Schwarzafrikaner war. Ich habe gespart mit meinem kleinen Taschengeld. Ich wollte einfach herausfinden. Mhm. Oder ich wollte nicht wahrhaben, dass ich nicht hinein durfte. Ja. Und manchmal ist das passiert dann, also, was suchen Sie da? Und dann habe ich gesagt, ich bin hier. Ich will ein Bier bestellen, ich trinke. Und wenn es dann nicht so gewesen ist, dann bin ich gegangen und einmal habe ich erlebt, möchte nicht sagen, weil ich unlängst wieder in diesem Lokal war, nach vielen Jahren, ich möchte nicht sagen, wo das ist. Und am Abend, wo ich hinein, dann ist jemand da gestanden, wirklich ein Panzer, sehr groß und muskulös, und sagte, verschwinden Sie. Ich sagte, warum? Sagte, sie gehen nicht rein, Neger, verschwinde. Dann habe ich gesagt, du Topfen Neger. Dann bin ich gelaufen. Du warst sicher schneller. Er hätte mich gebrochen, ja. Also da bin ich weggelaufen, aber sonst, Österreich ist meine Heimat. Wie war denn die Geschichte mit der Seife? Das war auch so lustig. Ne? Oh! Der kleine Bucke. Das war die erste Weihnachtsfeier in einer wunderbaren Familie in Drasmarkt. Wird Ihnen auch Burgenland, was sagen, ja, Burgenland. Und ein Mädchen, 3 Jahre, glaube ich, und ja, wir waren dort mit einem Kollegen, hat uns mitgenommen, mich und meinen Kollegen. Und bei der Bescherung hat dann auch das Mädchen schüchtern vor diesen 2 schwarzen Männern, und ja, obwohl in der eigenen Familie, und hat uns Lux-Seife geschenkt und sagte, ja, und das ist für euch. Und wenn ihr wieder mal kommt, seid ihr schon wie ich, ja. Also, das ist heute eine Dame. Ja. Ja, lustig. Ja. Also das kann man einem Kind nicht wirklich übernehmen. Im Burgenland, wo viele Menschen nicht wollten, dass du ihr Kind taufst, gell? Viele nicht. Nein. Einige. Nein. Eine. Vereinzelt. Gut. Gott sei Dank. Man darf nicht generalisieren. Nein, das werde ich nicht zulassen, weil viele haben auch ihren Kindern meinen Namen gegeben. Ja? So, wie schön. Die schauen mir nicht ähnlich, aber. Ja, also es ist einfach schön, ich taufe Kinder gerne, ja, und das okay, stimmt. Okay, jetzt, na ja. Gott sei Dank, würde ich mich gleich schämen. Nein, die wenigsten. Ja, es gab nur einen Fall, wo, ja, bevor ich hingekommen bin, ein paar Leute gesagt haben, wir gehen sicher nicht zu einem schwarzen Priester, Kommunion empfangen, oder wir lassen unser Kind nicht taufen. Ja. Aber das ist wirklich, okay, dann habe ich das Gott das sei Dank fällt nicht ins Gewicht, nein. Na gut. Andra kommt jetzt. Die Andra weiß, dass es von Vorteil sein kann, eine Migrantin zu sein. Von viele Vorteile. Hier ist die Andra. Andra, wo kommst denn du her? Aus dem 13. Bezirk. Richtige Antwort. Und vorher mal früher? Aus Rumänien. Rumänien. Ja. Was haben denn Rumänen für ein Image hierzulande? Ein ganz was assoziiert man? Wer kommt aus Rumänien? Räuber, Bettler und ja, nicht Vampire, aber ja, man assoziiert öfters ja, nur Negatives. Aber sehr viele Pflegerinnen kommen auch, ja, aus das Rumänien. Auch. Ja, ja. Also, da sind wir sehr dankbar quasi. Aber dem ist nicht so. Du bist auch aus Rumänien, und was machst du beruflich? Beruflich mache ich, ja, ich habe mir die Migration als Thema sozusagen
angenommen, ich möchte die positive Seite der kulturellen Vielfalt zeigen, sichtbar machen. Und ich habe ein Unternehmen gegründet, das eben Vorbilderinnen mit Migration und Vorbilder mit Migrationshintergrund zeigen. Wir wandeln ihre Erfolgsgeschichten, ihre Integrationsgeschichten in Schals um. Okay. Das heißt, das Produkt dient als Informationskanal, um eben über Menschen mit verschiedenen Vorteilen, eben mit Migrationshintergrund, zu erzählen und uns zu zeigen von der Seite, die uns leider niemand zeigt, also von der Seite, die nicht wahrgenommen wird. Wir machen das eben unpolitisch und wir wollen es auch elegant machen und ganz positiv. Also wir sind hier, um die Gesellschaft zu ergänzen, nicht zu ersetzen. Mhm. Und das wollen wir weiter nach außen kommunizieren. Mein Thema heißt heute bewusst, mein Vorteil, ich bin nicht hier geboren. Welchen Vorteil hat es für dich, nicht in Österreich geboren zu sein? Ich spreche vier Sprachen. Ich verstehe auch noch eine fünfte Sprache, mhm. Also zwar Italienisch. Interkulturelle Kompetenz, Gastfreundschaft, also so wie bei dir, wir sind auch sehr, sehr freundlich. Wir sind nicht das, was uns immer die Zeitungen erzählt. Und was bringe ich noch mit? Die Liebe für das Land und für Liebe für jeden Mensch. Wieso bist du hergekommen? Also war das die Liebe so? Hat mich nach Liebe, okay. Österreich gebracht. Also Österreich hat mich ausgesucht sozusagen. Mhm. Ich wollte nie den deutschsprachigen Raum betreten aus dem Grund, dass ich die Sprache nicht so gemocht habe. Ich bin Dolmetscherin ursprünglich, also Englisch-Französisch vom Beruf her. Aber die deutsche Sprache ist einfach zu schwierig und nicht gerade musikalisch oder romantisch. Und ich habe sie nie verstanden, wieso das Verb immer am Ende des Satzes sein muss. Aber du sprichst super. Begabt natürlich. Ja. Ich habe es dann hier gelernt, also studiert. Und es war schwierig. Also das erste Mal habe ich 2 Wochen lang nur Kopfweh gehabt, weil ersten Mal war ich in einem Land, wo ich nichts verstanden habe. Also das ist sowas für ein... Furchtbares Gefühl, man fühlt sich fehl am Platz. Ich bin einer der glücklichen Migrantinnen sozusagen. Ich bin gleich in ein ganz freundliches Umfeld gekommen. Die Clique, also sie sind alle Wiener und Wienerinnen und sie waren sehr offen. Wäre das Land, also euer jeweiliges Heimatland, genauso im Umgang mit Fremden, wie das Österreich ist? Mhm. Also von meiner Seite her, also Rumänien ist Fremden gegenüber sehr offen. Mhm. Sie lieben es, weil sie eben nicht so oft zu tun haben mit anderen Kulturen. Oder lange auch genau eingesperrt. Ne? Ja, und deswegen von der Seite sind wir viel offener in dieser Hinsicht. Umgekehrt. So, die Gastfreundschaft ist so... Bei euch schon groß, ist, ja? Ja. Also wirklich, also feste Feiern mit Gästen. Gastfreundschaft schon, aber wenn man kommt und bleibt, ist das dann auch immer noch so? Naja, es kommt auch darauf an, bleiben schon, weil es gibt auch Vorurteile, die gewachsen sind im Laufe der Geschichte, Kolonialismus. Genau. Und ein weißer Europäer ist für viele jetzt nicht mehr. Es ist zunächst einmal sehr ambivalent, halber Gott. Mhm. Und zugleich, was macht er dann? Ja? Und in Kolumbien? In Kolumbien ist es so, man muss bedenken, dass Kolumbien für lange Zeit einen sehr schlechten Ruf gehabt hat. Ja. Unsicher, dort werden die Leute umgebracht, Kokain, Drogen, Pablo Escobar, Narcos. Ja. Und die Leute wollten eigentlich nicht hinfahren. Es war nicht Tourismus. Ja. Wenn die Leute an Lateinamerika gedacht haben, dachten immer Mexiko, Kuba, Argentinien. Ja. Aber Kolumbien war nicht das Thema. Ja, Brasilien. Genau, Brasilien. Ja. Das hat sich im Laufe der Jahre
verändert und Kolumbien hat hart gearbeitet, damit das Image halt sich ändert. Mhm. Ja. Und wir sind auch total freundlich. Mhm. Wir lieben, wenn die Leute uns besuchen und wenn sie bleiben, ist es noch besser. Ja, okay. Es gibt immer einen Platz für alle, alle sind irgendwie willkommen. Wir werden gleich einen Mann kennenlernen, der über Nacht zu einem Flüchtling wurde und heute erfolgreicher Unternehmer ist. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass Sie da sind heute Nachmittag, dabei sind. Wir machen heute eine Sendung zum Thema Migration. Wir zeigen die schönen, die spannenden Lebensgeschichten, die Vorteile, nicht hier geboren worden zu sein. Man muss ein bisschen immer über den Tellerrand schauen und das ist ja das Schöne an der Sache. Auf der Bühne sitzen die Anna, der Fabian und die Andra und jetzt kommt Hamid zu uns, der mit seinem Bruder nach Österreich gekommen ist. Da war er gerade mal 8 Jahre alt und seitdem sind 60 Jahre vergangen. Hier ist der Hamid. So, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen, Hamid? Sehr gut, sehr gut. Sag du? Hamid. Hamid, ja. Ja. Aus Persien damals nach Österreich. So ist es, ja. Aus Persien. Warum? Was ist damals, dass ihr da weggeschickt worden seid? Naja, das ist schon eine lange Geschichte. Meine Eltern haben irgendwo von meinem älteren Bruder, der auch Freunde in Innsbruck gehabt hat, erfahren, dass Österreich einfach das Land ist, wo man wirklich studieren kann, Kultur hat und. Und meine Eltern waren kurz vorbereitet mit diesem Thema und haben beschlossen, die Kinder, also die Burschen hauptsächlich, ins Ausland zu schicken. Mhm. Ja, und das war ein kurz und bündiger Entschluss der Eltern. Da warst du 8 Jahre alt? Ja, also ich bin mit 10 hergekommen. 10 und dein Bruder war? 12. 12. Oh. Und der ältere Bruder, der hat die Aufgabe gehabt, uns nach Europa zu bringen und dann weiter zu fliegen nach Amerika. Okay. Also alle Buben sozusagen von der Familie raus und auf Selbstständigkeit. Und ihr wolltet das auch so? Aber wir haben keine Chance gehabt, was anderes zu tun. Ja, weil mit 10 Jahren kann man schon sagen, das will ich habe Angst, ich traue mich nicht. Was ist die Sprache? Kann ich nicht. Ja, ich glaub, wir waren alle sehr begeistert, weil den Erzählungen nach war Österreich natürlich mit Schnee und Vergnügen und vieles, was uns auch Spaß gemacht hat. Und das Lernen war überhaupt kein Thema. Schauen wir mal, was passiert. So und wo ungefähr. Seid ihr hingekommen? In welchen Teil von Österreich? Naja, wir sind als erstes in die Steiermark gekommen. Und das war unser Glück eigentlich, diese in Steinach-Irtning, weiß nicht, ob die Ortschaft bekannt ist, da gab es zwischen Steinach und Irtning das Schloss Trautenfels. Mhm. Und es ist ein Riesenschloss damals und eigentlich sehr abenteuerlich. Mhm. Da sind wir untergekommen als Schüler in ein Schülerheim und begonnen haben wir in Steinach mit dem Gymnasium für die Sprache. Ich wollte gerade sagen, habt ihr Deutsch schon gekonnt? Nein, wir haben ungefähr 5 Wörter in Englisch gekonnt. Mhm. Es haben die Eltern gesagt, das musst du lernen, dass du sagst, du bist krank, you are ill, oder I'm hungry oder solche Dinge. Mhm. Das haben sie uns beigebracht, aber sonst wenig. Aber es geht ja schnell, Kinder lernen ja sehr schnell die Sprache. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, ja. Das war schon. Na gut, und dann seid ihr dort im Internat gewesen und im Sommer, wenn alle anderen Kinder nach Hause gefahren sind, seid ihr ja quasi nicht nach Hause nach Persien geflogen? Nein, dann, also das war so, dass wir Glück gehabt haben. Dieses Schloss Trautenfest hat auch ein Jugendherberge gehabt. Mhm. Und da durften wir mit dieser Jugend, die dort auch im Sommer natürlich zu Haufen gekommen sind, durften wir mit denen einfach die Spiele machen und mit denen kommunizieren. Okay. Und das war ein Glück eigentlich für uns Kinder. Und es gab eine Frau, die war so ein bisschen Ersatzmama. Ah, stimmt, ja. Die Heimleiterin selber nicht, aber wir hatten dort einen Heimleiter, der war Professor
im Gymnasium. Mhm. Und der hat eine ganz liebe Frau gehabt und wir haben zu ihr immer gesagt, Madame. Mhm. Und die hat keine Kinder gehabt und wir waren sozusagen die Ersatzkinder. Ersatzkinder, schön. Ja, wir waren sehr gut aufgehoben bei ihr. Du hast dann Architektur studiert, du bist in Österreich geblieben. Ja, ja? Davor habe ich auch Landwirtschaft studiert. Okay. Landtechnik gemacht in Wieselburg. Mhm. Und dann wurde sozusagen, dann habe ich entschlossen, Architektur weiterzumachen. Okay. Was ist denn der Vorteil oder welchen Vorteil bringst du mit? Der Vorteil, nicht in Österreich geboren worden zu sein. Nein, ich weiß gar nicht, ob Vorteile oder Nachteile. Ich meine, Vorteil war, sagen wir mal, seine Nation beizubehalten, dass man 10 Jahre lang in der eigenen Nationalität aufgewachsen ist. Und ich habe später eigentlich gemerkt, dass man innerhalb dieser 10 Jahre, der ersten 10 Jahre, du eigentlich, ja, mehr oder weniger diese ganze Kultur, die du hast, mitnimmst. Mhm. Und der Vorteil war, für uns zumindest habe ich keine gesehen. Mhm. Wir waren gleich. In diesem Schülerheim, in diesem Internat, waren Gott sei Dank wirklich ganz liebe Leute. Auch natürlich gibt es zwischen den Jugendlichen immer wieder irgendwelche Quereleien. Mhm. Aber das ist normal, das gibt es zwischen Österreich und Österreicher auch. Man sagt ja auch, also der größte Perser hierzulande ist ja der liebe Kollege Niavarani, nicht? Also, Niavarani, ja, wir lieben ihn alle. Ich kenne niemanden, der ihn nicht liebt. Also, aber der sagt zum Beispiel, oder der sagt, dass die Perser ja die Österreicher des Orients sind. Also die sind so gemütlich und so ein bisschen grantig. Also ihr seid uns ähnlich. Sagt er, ich meine, ich weiß es nicht. Ich glaube, er möchte schön reden. Wirklich? Wie sind denn die Perser? Wir haben schon gewisse Ähnlichkeiten, aber wir sind Menschen, sagen wir mal so. Ja, ja, gut, okay. Wir haben eine andere Mentalität. Ich glaube, wir sind ruhiger, wir sind bedachter, glaube ich, in irgendwelche Form und zurückhaltend eine Zeit lang. Bis wir gereizt werden, dann gehen wir aus uns heraus. Und ist das dir manchmal passiert im Job? Bist du verkannt worden? Hat man, weil du hattest früher was dunkel, lange Haare und so. Also ist dir da oft passiert, dass man sich gedacht hat, was würde denn der? Ja. Da kann ich euch ein Beispiel erzählen. Ich war als Architekt natürlich sehr aktiv. Ich war einige Jahre in Amerika, konnte sehr viel Erfahrung mitbringen. Und es war ein bisschen eine Krise um mich. Mhm. Mit Sprachkenntnissen, mit Erfahrungen in Shopping-Centers. Mhm. Ich wurde mal eingeladen zu einem Interview in einem Architekturbüro, sehr, sehr bekannt damals. Telefonische Besprechung, eine Terminvereinbarung. Da bin ich hingefahren und war dann in einem Warteraum. Die Sekretärin hat gesagt, bitte nehmen Sie hier Platz. Dann habe ich gewartet. Der Chef dort, also der Chef oder sagen wir mal der Büroleiter, der dieses Interview hätte führen sollen, der ist an mir immer vorbeigegangen. Mhm. Ja, und dann irgendwann hat die Sekretärin zu ihm offenbar gesagt, der ist schon da. Ne? Ja, dann kommt er zurück und sagt, Sie sind der Herr Muhtashem? Sag ich, ja, seit Viertelstunde bin ich bei Ihnen. Sagt, ach, Sie sind das? Sag ich, wieso ist das so eine Situation? Sagt er, naja, am Telefon hätte ich sie nicht so gehalten, wie sie sind. Ja, ja. Da war sie anders. Sag ich, ist das ein Vorteil oder Nachteil? Sag ich, kommen Sie bitte mit. Der Umgang mit Migranten hat sich verändert. Das beobachtest du sicherlich nicht mit Freude hierzulande. Ja, leider. Ich glaube, die Migranten, wenn man sie so überhaupt nennen soll, ich habe das Problem eben mit den Namen und den Bezeichnungen. Mhm. Ja. Ich glaube einfach, dass sehr vieles von den Medien so, sagen wir mal, der Mensch, der jetzt, sagen wir mal, aus Bosnien kommt oder aus Kolumbien kommt oder aus Persien oder aus Arabien oder sonst irgendwas, sollten nicht Emigranten genannt werden. Wie? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Emigrant,
Emigrant hat jetzt einen schlechten Beinamen oder Beigeschmack bekommen und da bin ich dagegen. Mhm. Das sollen sich die Leute, die sich mit deutscher Sprache gut auskennen, sollen sich nachdenken, um Gottes Willen. Früher war das, glaube ich, anders. Da war es wie der Fabian. Eine Sensation, wenn ein Schwarzer im Burgenland war oder keine Ahnung. Auch in der Kärntnerstraße. Kärntnerstraße, völlig wurscht, ja. Das war, um Gottes Willen, ne? Also, da hast du ja manchmal diesen Satz, wo doch einer gesagt hat, schau, Bur, da geht ein Neger oder irgend sowas. Da geht ein Neger, dann habe ich natürlich, ob es richtig war oder nicht, aber irgendwann erreichen wir auch unsere Grenzen und sagen, Schluss jetzt. Dann habe ich auch gesagt, da geht ein Topfenneger. Ja. Und das hat mir eine Familie im Burgenland beigebracht. Ja, sag auch zu denen Topfenneger. Ja. Das Fremde macht Angst. Mhm. Ob jetzt Farbe oder nicht. Aber wenn Farbe dazu kommt, dann ist es noch befremdender. Ja. Also es ist allgemeines menschliches Problem. Das, was uns nicht bekannt ist und vertraut ist, da halten wir uns mal ein bisschen zurück. Und dann die Farbe, wenn man dann mitbekommt, was in der Geschichte, zum Beispiel in Nigeria, es gab eine Zeit in Wien, wo wirklich einige Nigerianer gedealt haben und dann die Nigerianer, Pauschalierungen. Ja, das geht dann schnell. Das geht sehr schnell. Also Migration, ich wüsste auch noch nichts von einem besseren Wort. Ja? Aber er hat schon recht. Ich glaube, du hast schon recht. Also Zuordnungen, und dann schubladieren. Man muss halt nur das Wort Migrant auch positiv besetzen. Ja. Und das mache ich. Also ich scheue mich nicht davor zu sagen, ich bin Migrantin. Mhm. Aber dazu sage ich auch, ich komme aus Rumänien, damit man auch ein positives Beispiel erkennt. Es ist ja, und das Wort kann man nicht aus dem Diskurs leider wegschaffen. Deswegen sollen wir mehr von der positiven Seite auch dieses Wort damit heute. Wie heute. Wie heute. Ja, genau. Also ich glaube, man muss vorsichtig sein mit allen Bezeichnungen, aber ich bin auch eine, der vielleicht gern ist, aber ich habe absolut nichts dagegen, wenn ich rede, ich als Migrant. Ja? Zum Beispiel, wir haben auch eine Sendung für die Latino-Community und darin wir öfters, wir Migranten, wir sind da. Und das, man kann das auch sehen in eine sehr positive Art. Oder neutrale Art. Genau, und das muss nicht, es ist jetzt schlecht, aber es muss nicht so sein. Ja? Und man muss sich auch nicht weniger fühlen, wenn jemand sagt, ja, ich bin Migrant, ja, das bin ich. Ich komme aus einem anderen Land und ich bin hier. Und es ist ja schwer genug, wenn man die Heimat verlassen muss und woanders hin geht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man immer auch gerne herkommt, auch wenn man dann das Beste daraus macht. Wolltest du noch was sagen, Hamid? Interessant ist es, dass die Migranten selber es positiv sehen und aber die Leute, die eben auch hier geboren sind und hier wohnen und wirklich mit allen Wassern in Österreich gewaschen sind, es ein bisschen anders ausdrücken. Mhm. Und das ist eben irgendwo auch ein Leid, Emigranten, die da jetzt herkommen. Und ich kenne wirklich einige Leute, also einige Jugendliche, die sind sowas von nett, sowas von toll, sowas von wirklich tolle Menschen. Und die würde ich nie in so einen negativ besetzten Emigranten nennen. Der heißt, er hat einen Namen, ob das ein Hassan ist, ein Hossein ist, oder ein Mullah ist oder was immer, die haben Namen und die kommen halt zufällig von dort und dort aus gewissen Gründen. Also man muss das nicht immer negativ sehen und man muss irgendwo, glaube ich, die Einheimischen ein bisschen unterrichten, was das alles ist. Es geht nur darum, man muss uns zuerst kennenlernen und dann eine Entscheidung treffen. Genau, das geht es. Man sucht sich nicht aus, wo man geboren ist und man ist auch nicht mit dieser Eigenschaft zur Diskriminierung geboren. Ja. Es wird beigebracht und da müssen wir mehr Dialog schaffen, positives Dialog. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass überhaupt dieses Thema hier zum Thema gemacht wird, weil es ist das erste Mal, das ist nicht einfach. Dass es eigentlich diskutiert. Vielfalt ist auch ein Segen. Ganz genau. Und die Vielfalt ergänzen wir jetzt mit dem Murat, der aus Bosnien kommt. Sein Vater war da in Österreich, er wollte ihn nur besuchen und er ist geblieben oder musste bleiben eigentlich, ist der Murat. Thank you.
du hast eigentlich nur deinen Vater besucht, der in Villach, also in Kärnten, gearbeitet hat. Und dann ist der Krieg ausgebrochen. Also genau. Kurz zusammenzufassen. Gell? Genau, du hast schon verraten, ich komme am schönsten Bundesland des Österreichs. Mhm. Und ich bin ja jedes Jahr in Sommerferien, habe ich den Vater besucht in Villach, wo er als Gastarbeiter tätig war. Und im Jahr 91 ist der Krieg in Slowenien ausgebrochen und so konnte ich nicht mehr zurück. Ja. Mhm. So bin ich ungewollt zu einem Flüchtling geworden. Wie damals, alt warst du da? Damals war ich 16. Okay. Ja, also damals sprach man noch nicht so richtig von Flüchtlingen. Mhm. Das war etwas Neues. Nach so vielen Jahren nach Ungarn bewegen etc. Und man wusste nicht, was mit uns anfangen soll. Ich wollte zurück. Ja, ich war geprägt durch meine militärische Ausbildung. Mhm. Ich besuchte in Zagreb das militärische Gymnasium und eben durch meine Ausbildung, wahrscheinlich durch die Propaganda damals, die jugoslawische Propaganda, war ich so eher so programmiert. Ja. Ich wollte unbedingt zurück und mein Heimatland verteidigen. Okay. Den Feind oder also jemand, Aggressor waren, da muss auch nicht klar formuliert, wer da ist. War irgendwie jeder gegen jeden und keiner gegen keinen. Also es war eigenartig, gell? Ja, genau. Ja, das war. Und dein Vater hat dich nicht gelassen. Du musstest quasi in Österreich bleiben. Ja, der hat gesagt, du musst jetzt hier bleiben. Einmal schauen wir, das ist einmal beruhigt. Von der Schule gab es auch keine Meldung, ob wir jetzt einmal die Schule besuchen können oder nicht. Und so, dann der Krieg ist immer weit ausgebrochen. Mhm. Dann hat sie nach Kroatien, hat sie der Flächenbrand ausgeweitet. Und so gab es keinen Weg zurück. Man musste eine neue Ausbildung, ein neues Leben beginnen. Ja. Was hast du gemacht dann? Zuerst haben sie mich aufgrund meiner keine Deutschkenntnisse. Und mein Vater hat gesagt, du fängst bei uns in einer Baufirma an und verdienst einmal Taschengeld als Hilfsarbeiter an. Ja. Mhm. Und dann, um den Bogen jetzt nicht zum überspannen, habe ich die Lehre gemacht für den Zimmermann. Mhm. Anschließend habe ich den Baupolier gemacht. Das war eine Ausbildung an der Höheren Schule in Villach, 3 Jahre lang während des Winters. Und inzwischen habe ich geheiratet. Meine Frau sitzt da und mein Sohn. Okay, hallo. Ich verkleidet. Es war eine schwierige Zeit damals. Aber die Firma, wo ich dort tätig war, haben sie gesehen, aha, der Bursche will was, will sie weiterbringen, will sie weiterentwickeln. Und so haben sie mich immer weiter in weitere Ausbildung gefördert. Ja. Und so habe ich auch, dann haben sie mich auch durch meinen Wunsch, auch Wunsch des Unternehmenschefs, habe ich mir entschlossen, auch die Abendschule für Bauingenieur in Villach abzuschließen. Hast du oder siehst du irgendwo drin einen Vorteil, dass du eben in Bosnien groß geworden bist, dort geboren bist? Oh ja. Also Bosnien, Herzegowina und Österreich sind zwar geografisch und historisch äußerst zusammengewachsen, aber es gibt schon feine Unterschiede. Aber ich habe immer versucht, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und diese kleinen Feinheiten, Diversität an Frontmen zu bringen. Und das war einfach toll, ja? wo man die verschiedenen kulturelle, auch kulinarische, an Vordermann bringt. Das zusammenzufügen und zu einer neuen Einheit zu bringen, das ist echt nett. Ja. Was würdest du dir denn wünschen? Ich meine, jetzt bist du möchtest auch ein bisschen was zurückgeben. Also so wie eine Dankbarkeit. Also ihr seid ja auch engagiert. Ja, ich bin auch ehrenamtlicher Integrationsbotschafter der Republik Österreich, also im Team Zusammenhalt. Das ist angesiedelt im Ministerium für Integration. Ja. Da besuchen wir ehrenamtlich die Schulen und erzählen auch unsere Geschichte und schauen, dass man mit den Schülern diese Vorurteile, vorhin habe ich das gehört, wie das geredet, über die Migranten, über die anderen Nationen abzubauen. Ja. Wir waren wirklich gut unterwegs vor 2-3 Jahren, bis jetzt wieder die neue Flüchtlingswelle ausgebrochen ist. Mhm. Und wir sind am Anfang unserer Arbeit, aber wir machen weiter. Es ist sehr wichtig, weil es kommen immer neue Vorurteile, die einfach grundlos sind und argumentlos und die sollten weiter gemeinsam aufgebaut werden. Okay. Ich hole noch den Aytunç zu uns, der als Kind einen ganz speziellen Berufswunsch hatte. Welcher das war, das werden Sie jetzt gleich sehen. Hier ist der Aytunç. Aytunç kommt aus der Türkei, gell? Genau, ja. Mit wie vielen Jahren bist du nach Österreich gekommen? Ich habe den 2. Geburtstag schon in Tirol gefeiert, in Kufstein.
Da war ich dann auch Schüler, die gewöhnliche Schullaufbahn absolviert und ja, habe das Glück gehabt, in Tirol zu meinen, dass ich mit sehr freundlichen und umgänglichen Menschen zu tun hatte, von klein auf. Mhm. Und zum anderen, dass ich also schon jung, schon klein bei einer Tagesmutter war. Also da war der Mann Lehrer und sie war Verwaltungsbedienstete. Also die haben mich dann sehr sanft in den österreichischen Alltag zugeführt. Und ja, habe dann eigentlich als Jugendlicher kaum Konflikte gehabt, jetzt aufgrund der Herkunft. Mhm. Vielleicht Konflikte aufgrund des Alters, aber nicht aufgrund der Herkunft. Und also ein kleiner Lausbub warst. Naja, war ich schon. Ja. Und? Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Schule habe ich dann gemacht, ganz normal, wie die meisten anderen auch. Und habe dann eigentlich schon recht jung, recht klein den Berufswunsch gehabt, Polizist zu werden. Und entschuldige, die Eltern haben mit dir Türkisch gesprochen zu Hause? Die Eltern haben mit mir Türkisch gesprochen, okay. Beziehungsweise die Mutter eigentlich so halb-halb, weil die Mutter schon sehr lange da ist. Mhm. Weil die Mutter hat 4 ältere Brüder. Ja. Und der älteste Bruder, also mein ältester Onkel, ist schon vor sehr langer Zeit von einer bekannten Kuhsteiner Glasfabrik nach Tirol geholt worden, noch als Lehrbuhr, weil er im Umgang mit dem Glas sehr versiert war. Und er hat halt dann seine 3 jüngeren Brüder und meine Mutter geholt, weshalb wir dann eigentlich in Kuhstein gelandet sind. Und dann war ich eigentlich bis Anfang 20 in Kuhstein und bin jetzt inzwischen 5 Jahre schon in Wien. Und ja, irgendwann hat sich dann für mich, bin ich dann vor der Entscheidung gestanden, noch einmal zu emigrieren, wenn ich dieses Wort überhaupt benutzen darf. Aber das war viel schwieriger als von der Türkei nach Österreich. Genau, es war schon von der Türkei nach Tirol eine gewisse Umstellung bei mir. Was aber als kleiner Bub wahrscheinlich nicht so massiv war. Ja. Ich bin dann aber eben nach Wien gekommen. Das war die Challenge, ne? Das war dann schon eine Challenge, das ist richtig, genau, wegen der Polizeiausbildung eben. Mhm. Und bin jetzt eigentlich ab 2 Jahren die Schule gemacht und bin jetzt seit 3 Jahren im polizeilichen Außendienst tätig. Und das hat viele Vorteile, gell? Dass du Türkisch kannst. Genau, also ich bin im 10. Gemeindebezirk tätig, schon seit der Schule eigentlich. Und dort ist es eben so, dass wir ein sehr multikulturelles Publikum haben. Mhm. Und im polizeilichen Alltag ist es eben so, dass es, ob das jetzt Beschuldigter ist, ein Zeuge oder Opfer, immer wieder türkischstämmige Personen auf uns treffen. Mhm. Und da ist es natürlich schon so, dass die türkische Sprache ein riesengroßer Vorteil ist, weil ich konnte eben im Zuge von Amtshandlungen schon sehr häufig entweder jetzt ein Opfer, das was gerade also türkische Abstammung ist und gerade irgendwas, dem irgendwas passiert ist, oder ein Beschuldigter, der sich jetzt auf Türkisch noch irgendwie mit seinem Komplizen abspricht und nicht weiß, dass er jetzt mit einem türkischstämmigen Polizisten zu tun hat, könnte ich eben schon einige Male überführen. Er ist der Überraschungseffekt, gell? Genau. Aber es war dir auch so ein Anliegen, Polizist zu werden? Genau, also im Kleinkindalter schon war es eigentlich in Tirol so, dass man als türkischstämmiger Junge, nicht von allen, aber doch von einem gewissen Teil der Bevölkerung in eine gewisse Ecke gedrängt worden ist. Wahrscheinlich, sage ich jetzt im Nachhinein, also wie es genau war, kann ich nicht mehr jetzt ganz genau sagen, aber jedenfalls hat man dann immer versucht, aus dieser Ecke rauszukommen. Und bei mir war die Bemühungen halt eben so, dass ich unbedingt Polizist werden wollte, um eben zu zeigen, dass wir nicht in dieser Ecke, sondern auch in der anderen Ecke Platz finden können. Also da sind jetzt, lieber Dr. Dieter Schmutzer, so viele schöne Beispiele von Migranten, auch wenn das Wort uns nicht so gut gefällt, außer der Andra, ja, die ja damit arbeitet. Warum werden Migranten, ich muss bei dem Wort bleiben, mit Negativen verbunden? Was steckt hinter der Angst vor Fremden? Wie kann man sie loswerden? Und vor allem, braucht Österreich Migranten? Also, letzte Frage zuerst. Viele Fragen, beantwortet. Ja. Natürlich brauchen wir ganz dringend Menschen, die aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen kommen zu uns. Und ich möchte vielleicht gleich vorweg einen Satz sagen zu den Gästen, die auf der Bühne sind. Wenn man das so gedacht, wie wir hier sitzen im Saal, aber auch die Leute vom Fernseher sitzen und ihnen zuschauen, eigentlich müssen wir uns unglaublich glücklich schätzen, dass diese Menschen zu uns gekommen sind, sich entschieden haben, hier zu bleiben und mit dem, was sie mitbringen aus ihrer Kultur, aus ihrer Tradition,
unser aller Leben bereichern. Das ist ja natürlich die schöne Seite, aber es gibt auch die nicht schöne Seite. Ja, selbstverständlich. Und, da steckt auch schon sehr viel Berührungsangst, ja, und berechtigte Angst auch dahinter. Natürlich, also ich möchte, wir haben ja jetzt gerade eine Situation, wo auch in der Politik das ein riesengroßes Thema ist. Und ich möchte ja Ängste nicht kleinreden. Und der Fabian hat es gesagt, das ist auch ein das Fremde in uns. Ja. Wir sind ja alle irgendwie fremd. In dem Augenblick, wo wir die Grenzen verlassen, sind wir Fremde. Und es ist eine zutiefst menschliche Sache, dass wir beim Fremden, ob das jetzt Menschen sind oder Ereignisse, zumindest einmal skeptisch sind, auf Distanz gehen, weil wir nicht genau wissen, was uns erwartet. Aber was ich erwarte, und das sage ich jetzt also sowohl als Person, aber auch beruflich, wenn etwas Fremdes auf mich zukommt, ist, dass ich diesem Fremden oder diesen fremden Menschen eine Chance gebe, sich zu zeigen, so wie er oder sie wirklich ist. Die Welt ist ein Dorf geworden und einfach dadurch, dass wir so weit über Grenzen kommen, gibt es auf der anderen Seite auch wieder so ein Bedürfnis, sich zurückzuziehen in enge Grenzen. Und das ist nicht per se schlecht, aber ich muss es hinterfragen, was heißt das für den anderen, der dann vor meiner Tür steht und klopft und sagt, darf ich herein? Auf alle Fälle war es sehr spannend. Vielen Dank, absolut, Dr. Dieter Schmutt. Gerne. Spannende Lebensgeschichten, immer erstaunlich, hinter den Menschen zu blicken. Was hat der zu erzählen? Was kann ich von ihm lernen? Man kann es auch positiv sehen und man muss nicht immer jammern und alles kleinreden. Schlussendlich zählt definitiv nicht die Nationalität, sondern der Mensch. Danke fürs Zuschauen. Sie wollen zum Muttertag einmal öffentlich Danke sagen, weil Ihnen niemand das Leben besser gelehrt hat als Ihre eigene Mutter? Lassen Sie sie hochleben. 0900 91 00 98.